So, wir sind nun in Hamburg am Hauptbahnhof wieder angekommen. Wieder deshalb, weil es für uns schon öfter ab Hamburg losging mit dem Schiff. Koffer sind abgegeben und für uns geht es heute auf AIDA Nova. Mit dem Schiff werden wir dann Norwegen eine Woche lang erkunden und da nehmen wir euch sehr gerne mit. Ja, hast du was dazu? Wir freuen uns. Ja, freuen uns, ne? Wir sind sehr gespannt. Wir hoffen, das Wetter bleibt genauso wie hier in Hamburg. Kein Schiedwetter, strahlender Sonnenschein. Also wirklich traumhaft. Insofern kann nur toll werden. Wir freuen uns. Und los geht's. Nach unserer Ankunft am Hamburger Hauptbahnhof haben wir direkt unsere Koffer dort abgegeben und sind 5 Minuten zu Fuß zum Busbahnhof, denn dort starten die Shuttlebusse nach Steinwerder. Steinwerder liegt etwas außerhalb, daher empfiehlt es sich über AIDA vorab den Shuttle-Transfer zu buchen, denn dort kommt ihr dann am bequemsten zum Schiff. Nach dem Bustransfer jetzt vom Hauptbahnhof hier nach Steinwerder ging es direkt zum Check-in. Das hat alles wieder reibungslos funktioniert. Und jetzt drehe ich mal die Kamera rum, denn für uns geht es jetzt an Bord. Pünktlich um 18 Uhr setzte sich dann unsere AIDA Nova hier in Steinwerder in Bewegung und wir fuhren vorbei am Cruise Center in Altona die Elbe entlang in Richtung Nordsee. Ja, und wie genau sieht unsere Route aus? Norwegen haben wir bis jetzt schon bekannt gegeben. Wir starten in Hamburg, fahren mit einem Seetag nach Bergen, von Bergen weiter nach Nordfjordeid, Ålesund und Stavanger und dann mit einem Seetag wieder zurück nach Deutschland und zwar nach Kiel. Auf unserem ersten Seetag nach Bergen zeigte sich die Nordsee von ihrer besten Seite. Wir hatten Ententeich, kaum Wind und immer wieder kam auch die Sonne zum Vorschein. Das heißt für uns, wir entspannen uns ein klein wenig, bevor es dann später zum Club at Sea Event ging. Das ist eine Veranstaltung für Clubmitglieder bei AIDA. Dort gibt es dann immer ein Gläschen Sekt und etwas Helau zusammen mit dem Kapitän, ein kleines Treffen. Also eine durchaus schöne Veranstaltung, die hier im Studio X an Bord von AIDA Nova stattfand. Und wie hier im Zeitraffer verging dann auch der Seetag wie im Fluge, so dass wir einen wunderschönen Sonnenuntergang zum Abschluss des Tages bewundern konnten.
nach einem entspannten Seetag gestern, ja, auf einem wirklichen Ententeich eigentlich, die Nordsee hat sich gestern von ihrer besten Seite gezeigt, sind wir gerade jetzt in Bergen angekommen und was wir da vorhaben, das erzählt euch jetzt die Conny. Genau, wir gehen heute raus und werden hoch auf den Floren gehen, da ein bisschen spazieren gehen, weil im Moment sieht man, es sind noch ein paar Wolken und Nebel, aber wir haben auch noch sehr früh, also wir haben glaube ich jetzt 8 Uhr. Das bedeutet, der Nebel kann sich noch verziehen und dann wollen wir oben wandern bzw. spazieren gehen, weil es wirklich, wirklich schön ist auf dem Floren. Ja, das ist der Plan. Mal schauen, wie es funktioniert, wie sich der Nebel noch lichtet und wir werden euch berichten und ihr werdet Bilder und Videos sehen. So machen wir das, dem ist nichts mehr hinzuzufügen und los geht's. Runter vom Schiff geht es für uns jetzt direkt zur Floibahn und wenn ihr vom Schiffsanleger Richtung Floibahn lauft, dann geht es zwangsläufig hier auch durch den kleinen Fischmarkt. Jetzt morgendliche Uhrzeit ist der Fischmarkt noch größtenteils geschlossen, aber am Nachmittag sollte hier dann deutlich mehr los sein. Wir sind jetzt gerade auf dem Floren, wandern hier. Man kann sehen, es ist durchaus ein bisschen anstrengend, aber ich nehme euch hier mal ein bisschen mit und die Natur ist wirklich wunderschön.
Und nachdem wir vom Floyen wieder runter sind, gab es eben unsere traditionelle Zimtschnecke, die man hier in Bergen auf jeden Fall essen muss. Ja, und ja, da lauft ihr einfach die Floyenbahn geradeaus den Weg nach unten, dann biegt ihr rechts ab und hier an der Seite sind lauter schöne kleine Läden. Ich drehe gleich auch nochmal die Kamera und dort gibt es dann die schönen Zimtschnecken und zwar in guter Qualität und auch noch warm. Ja, also wir hatten gerade richtig Glück, warme Zimtschnecken. Ganz besser frisch aus dem Ofen, richtig lecker, können wir sehr empfehlen. Genau, so und jetzt zeige ich euch nochmal, wo das hier ist und drehe die Kamera rum. Genau, also einfach hier die Straße, diesen Weg entlang laufen, da habt ihr noch schöne kleine Läden und hinten das weiße Gebäude nach der Baustelle. Dort findet ihr die besten Zimtschnecken hier im Ort. Diesem schönen Tag hier in Bergen setzt sich unsere AIDA Nova wieder in Bewegung und wir fahren nun in Norwegens Fjordlandschaft und zwar nach Nordfjordeid. Teil geht es dann wie gesagt in Nordfjordeid weiter und damit ihr dieses und keines unserer zukünftigen Videos mehr verpasst, würden wir uns freuen, wenn ihr nicht nur einen Daumen nach oben da lasst, sondern auch diesen Kanal kostenlos abonniert und die Glocke aktiviert. Bis zum nächsten Mal, eure Conny und euer Tobi. Ciao!